Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, Deria001, zusammen mit meinem Kumpel Carsten Frosttag. Hallo. Auch bekannt als Frostbite Media, sein Pseudonym für ultra geile Intros, Outros, Videos, Kanal, wie immer in der Beschreibung. Einfach reingucken. Ja. Schreib ihn an, er macht hammergeile Sachen, will sich eine goldene Nadel verdienen, also immer her mit den Projekten. ja, wie ihr seht, spielen wir das, ich glaube, im August erschienene Payday 2. Ist ein ziemlich lustiges Strategie-Menschen-Abschlachtspiel. Es geht im Prinzip darum, dass man einfach nur für Geld alles macht. Wir bekommen Aufträge. Die können wir dann entweder alleine oder zusammen mit Freunden erfüllen, Banken überfallen, Juwelierläden rausrauben, Menschen entführen, Koks klauen, all das, was ich so in meiner Freizeit gerne mache. Carsten übrigens auch, deswegen haben wir uns gekommen. Jedes Wochenende. Ist halt ein bisschen riskant, das immer privat zu machen, deswegen machen wir es einfach mal virtuell und spielen jetzt ein bisschen Payday. Kann man auf jeden Fall mal seinen Verbrecher raushängen lassen. Definitiv. Vor allen Dingen gibt es ja richtig viel Kohle. Man muss für nicht viel machen. Kriegt man hier ein Batzen Geld auf den Tisch geknallt und kann sich davon kaufen, was man will. Ja. Coole Sache. Problem ist, dass das Geld natürlich nicht echt ist, ne? Also ich würde mir davon schon geile Sachen kaufen, aber leider nicht ins echte Leben übertragbar. Aber ich bräuchte auch ein paar neue Sachen hier. So, ihr seht hier meinen Charakter. Ich habe den schon ein bisschen angepasst. Wir haben gestern und vorgestern ein paar Runden gezockt, um es mal reinzufinden. Und ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht böse, aber wir stolpern immer ungerne so frisch wie Noobs in ein Game rein, ohne zu wissen, was man machen muss. Pro sind wir natürlich leider immer noch nicht, aber wir fahren auf jeden Fall nicht auf die Fresse beim ersten Level. Aber was wir noch nicht hingekriegt haben, ist es komplett lautlos eine Mission abzuschließen. Das haben wir bis jetzt noch in keinem Spiel geschafft, deswegen zähle ich jetzt einfach mal zu. Wir sind unfähig. Wir können das nicht. Einfach die Trampeltiere hier überhaupt. Solange wir eine Waffe in der Hand haben, ist es auch scheißegal, ob wir das schaffen oder nicht. Irgendwann habe ich C4 und dann jage ich alles in die Luft. Ja, wo wir schon dabei sind. Es gibt verschiedene Klassen hier im Spiel. Unter Fertigkeiten aufrufbar. Ich bin der Techniker. Ich habe hier so alle möglichen Sachen, Stolperdraht und so ein Kack und kann mir C4 holen und so ein Scheiß und Waffengeschütze aufstellen irgendwann mal, wenn ich die freigeschaltet habe. Und der Carsten spielt, glaube ich, gerade als Geist, ne, war das? Nee, also Geist habe ich nur ein paar Fertigkeitspunkte ausgegeben. Ich bin gerade so eine Mischung aus Mastermind und Vollstrecker. Mehr Mastermind als Vollstrecker. Okay, das heißt? Alles keiner. Genau. Ja. Sozusagen. King of Queens. Der Vollstrecker macht halt ein bisschen mehr Damage. Na gut, ja, ich habe mir gedacht, so jemand, der Türen aufhebeln kann und so eine Scheiße und C4 legen kann, der kann ja auch nicht schaden. Ich übernehme einfach mal den Part des Stillens in der Ecke Hockers und Bohrmaschinenüberwachers. Von mir Sigmund, hört man nix. Ich repariere nur. Ja. Mal gucken, ob wir das so durchhalten. Unsere Aufstellung, er als Alleskönner und ich als Techniker. Klingt auf jeden Fall gut. Ist eine gute Mischung. Ja, ich würde sagen, du suchst ein Spiel raus und lädst mich ein. Oder soll ich eins raus? Spiel habe ich schon rausgesucht. Warte ich mal ein. So, da kommt meine Steam-Nachricht. Auf Rückmeldung des Hosts warten. Immer muss ich auf dich warten. Und da ist er auch schon. Perfekt. So, das ist der Carsten. Er hat eine wunderschöne Maske auf. Soll ich's verraten? Nein. Ich sage nichts. Ich bewahre Stillschweigen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wovon redest du? Was? Keine Ahnung, wovon redest du? Was? Na gut, von mir aus können wir loslegen. Gut. Der Vertrag ist
Nachtclub. Ja, oh. Schickers aufreißen. Bin mal gespannt, was jetzt die Aufgaben sind. So. Hier, liebe Leute, seht ihr die Missionsübersicht. Quasi unser Auftrag, den wir erfüllen müssen. Oben Tag 1 heißt, dass wir uns am ersten Tag befinden und da keine weiteren Tage eingekreist sind, machen wir auch nur einen Tag. Also quasi eine Mission. Genau. Das Ganze wird innerhalb von Verträgen abgespielt. Das heißt, man unterschreibt einen Vertrag, macht dann die Mission von diesem Vertrag. Wenn man es nicht schafft, ist halt einfach, man kriegt kein Geld. Und wenn man es schafft, kriegt man Kohle ohne Ende. Wird mit Reichtum und Geschenken überhäuft. Ja. Genau, unsere Aufgabe ist es jetzt, Geldreserven rauszuholen aus dem Nachtclub. Ich denke mal, Polizei wird genug da sein. Ja, höchstwahrscheinlich schon. Versuchen wir es einfach, oder? Na, wir versuchen es einfach mal lautlos zu sein, ne? Ja. Gut, machen wir. Ja. Also, Gummischuhe anziehen, wir dürfen keine Muxen machen. So, und schon sind wir im Spiel. Oh yeah. Ich höre schon die Mucke. Voll geil, das ist genau mein Ding. Oh ja, jetzt Party, dazu, ne? Kann ich voll abzappeln. Ja. Ich sehe schon Wachmann oder Türsteher. Na, ich würde sagen, wir gucken, ob wir einen Seiteneingang finden. Ja, würde ich auch sagen. Ich denke nicht, dass der uns Herren hier reinlassen wird. Ja, wir sehen erstens nicht schick genug für diesen Laden aus und wir sind auch viel zu alt. sorry Jungs, ich glaube nicht das richtige Ambiente für euch. So, hier sind Fenster zum Nachtclub. Kann man die... Ah, ich kann sie aufhebeln, aber da werden wir beobachtet auf jeden Fall, ne? Ja, denke ich auch. Das ist ziemlich mies. So, sehr unsere gut. Mitspieler-KI hier. Das sind die... Oh, Vorsicht. Die KI hier von den Mitspielern ist... Also, es ist grott. Ja, oh, die können... Hier komme ich gar nicht weiter. Oh, ich auch nicht. Gibt's nur diese eine Fenster? Oh, ey. Das ist ja voll mies. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe ja eine Pistole mit Schalldämpfer. Den auf Entfernung ausschalten. Und dann gehen wir vorne rein. Ja, und stürmen den. Und einer sagt dann hier alle, get down on the floor. Put your hands up in the air. No. Put your dann, hands up dann, for the toy. Dann machen wir erstmal Party. Gut. Wollen wir? Ja, leg los. Aber bevor du... Moment, noch nicht gedrücken. Was ist hier hinten? Hier kann man irgendwie rein. Hier oh, ist tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was hier losgeht. Nee, das aber irgendwie... ich glaube, das ist nur eine gute Versteckmöglichkeit. Ja. Ah, kann man vielleicht Scheinwerfer ausschalten? Hier, guck mal, hier sind Scheinwerfer. Kann man die irgendwie kaputt machen oder so? Ja, aber die leuchten ja hier nur die Betonziegel an. Stimmt, ja. Nee, dann lassen wir das. Ist egal. Gut. Maske? Ja. Zelt? Machst du schon mal was? Let's do this. Alright, let's do this. Oh. Oh, der hat's aber schnell geschnallt. Alter. Na, jetzt aber rein hier. Okay, so viel zum Thema. Wir machen das lautlos. Man kann den Leuten sagen, dass sie sich hinlegen sollen, aber... Soll's hinlegen! Down on the ground. Down. Nobody move. Down. Let's turn it. Good luck. On the ground. Hier läuft einer von mir weg. Down on the ground. On the ground. Wieso bewegt er sich nicht? Ich sag, er soll sich hinlegen. Nobody move. Ah, jetzt. Ich mach schon mal die Tür auf, ne? Oh, jo. Mach mal. Oh, die Polizei ist auch schon unterwegs. Also, mit F habe ich immer einen Bohrer platziert. Der wird jetzt versucht, die Tür aufzubohren. Alles klar. Mach mal die Mucke raus. Ja, mach mal bitte, wie geht das? Hier am DJ-Pult. Oh, danke, Alter, das hätte ich schon. Das geht ja hier schon. Die Polizei schon da? Irgendjemand hat hier geschossen. So, Management. Ich glaube, da müssen wir hin. Wie lustig ist das denn? Ich glaube, die Damenseite existiert hier gar nicht. Das ist halt ein Männerclub. Ach, du hast auch einen Bohrer. Mhm. Oh, oh. Wie geht die Party ab? Ka-
keine Ahnung. Ah, da oben ist ein. Oben auf der Empore links ist ein Bulle. Aber du bist ja schon. Oh, hier sind sie. Oh. Der läuft einfach an mir vorbei. Der Bohrer ist ausgefallen. Meiner oder deiner? Meiner. Okay. Oh, aber ich krieg Besuch hier. Meiner bohrt hier noch fleißig. Oh, hallo. Oh, meiner ist jetzt auch ausgefallen. Oh, ich werde hier angeschossen, aber zum Glück kriege ich nicht so viel Schaden, wenn ich gerade was repariere. Boah. Alter, was schießt denn da auf mich? Da hinten. Abchecken, was hier abgeht. Hier draußen ist alles friedlich. Ich höre jemanden schießen, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ach, da oben bei dir, oder was? Ja, bei mir gesagt, das ist eine Party. Es gibt anscheinend auch Scharfschützen, aber ich sehe sie gerade nicht. Meine Güte. Alles offen? Ich glaube, meine Tür ist auch offen. Die baut noch. Die baut noch. Oh, ist wieder kaputt. Oh, hier ist noch eine Tür. Also diese Bohrer fliegen hier in gewissen Abständen raus und man muss sie dann reparieren. Aber hier sehen wir, wie lange es noch dauert. 60 Sekunden noch. Und hier ist noch eine Tür, ey, ich werd irre. Noch ein Bohrer. Oh, die dauern immer so Ewigkeiten. Oh, jetzt ist mein Bohrer wieder kaputt. Es geht ab. Hast du Sinn oder brauchst du ja? Ja, das macht man aber einfach wieder. Oh, Zivilist. Das ist so unrealistisch, ne? Das ist eine Straße, wo eine fette Straßenschlacht stattfindet. Und wir laufen einfach Zivilisten lang. So mitten um die Straße. Und so, oh. Guck mal, was los ist hier. Und diese scheiß Sensationsgeilen halt. Oh, genau das meine ich, wie dämlich diese scheiß KI ist. Steht hier einfach genau vor mir und machen das. Ich glaube, dein Bohrer ist kaputt. Oh ja. Oh, das ist doch nicht zum vierten Mal. Ich bin gleich durch. Kann man sich mit Fähigkeitspunkten irgendwie verbesserte Bohrer freischalten? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irgendwann haben wir auch eine Kreissäge. Achso, ja, schon hast du erzählt, ja. Und mit der kriegst du alles super schnell auf. So, die Straße scheint frei zu sein. Oh, hier ist ein Pokertisch mit Geld. Ja, nimm. Natürlich. Sind das hier die Taschen oder sind das die kleinen? Wo denn? Bei dir. Das Geld meinst du, oder? Ja. Achso, ne, sind nur kleine Scheine. Aber ich bin jetzt hier im Management. Bist du drin? Bin drin und hier liegt ordentlich Geld. Und ein Safe. Na nice, und der Safe muss auch wieder aufgebaut werden. Oh, jo. Diese scheiß Vorgeschichten, ey. Also ihr merkt, wir sind noch ziemlich klein im Level. Wir müssen hier noch alles mit irgendeinem scheiß Bohrer aufmachen, der ständig... Oh, ich bin hier irgendwo drin. Ich bin ja auch bei einem Tripper. Noch ein Bohrer. Da unten ist ein Bohrer ausgefallen. Ach lol, ja, der eine Bohrer da unten bei dir, der kaputt ist. Und auf der Rückseite von der Tür. Auch nicht schlecht. Ein Bullet? Nee. Kein Bock, Zivilisten zu erschießen. Ich deponiere hier oben ein bisschen Munition. Ja, das ist gut, weil ich hab. Na, 59 Schuss. Ich bin verletzt. Ich muss in Deckung. Nein, muss ich nicht. Ich muss gar nichts. Die KI im Spiel ist nämlich so dämlich, dass ich überhaupt nichts mache. Na, oh, Munition leer. Das ist auch schlimm, man lädt. Was ist denn hier? Ich?
Wo kommt denn jetzt der Bulle her? Will er mich verarschen? Und er läuft an mir vorbei. Mein Safe-Bohrer ist ausgefallen. Ah, ist das nervig. Okay, man, die Lampe braucht er noch. 280 Sekunden. Boah. Oh, oh, oh. Wo geht denn die Party? Ich sehe nichts mehr. Party geht gerade hier bei mir. Scheiße, Bullen versteckt mich hinter Terroristen. Safe ist gleich durch. Meiner dauert noch 200 Sekunden. Ich komme mal zu dir und hol Munition. Mhm. Wie komme ich denn zu dir? Ach, außenrum, ja, ist sicher. Da unten ist eine Tür. Steph Only steht da drüber. Ach so, ja, okay. Oh! Das ist ein Wettenraum, da will ich nicht hin. Da gibt's einen Kühlimpuls. Alter, oh. Das ist voll verwinkelt, hier war ich noch gar nicht. Ah, okay, ich hab's. Gleich fällt bestimmt mein Bohrer aus. Ah, ich kann ja Sprengfallen legen, die lege ich direkt mal hier unten bei dir. Hier scheint ja echt die Party abzugehen. Ja, so ein bisschen. Kommen von der Treppe, vom aus den Fenstern überall. Boah, ich bin gerade mitten reingelaufen. Mein Bohrer braucht noch 150 Sekunden. Meiner braucht 95. Also ich bin echt positiv überrascht von der Schrotflinte hier. Ist sie gut? Die ist sehr gut. Dann werde ich mir eventuell auch mal eine neue kaufen. Also was heißt neu? Überhaupt eine? Ich habe ja noch keine. Die macht richtig schön Damage. Hat zwar nicht so viel Munition parat, aber... Ja, cool. Dieser Pokertisch im Hinterraum ist auch cool. Ja. Ja, er steht normalerweise nicht so auf Schrotflinten. Also ich finde die so billo, weißt du, so... Man muss damit überhaupt nicht zielen. Man muss überhaupt nichts können für eine Schrotflinte. Ist einfach nur... einfach nur Truppe. Ganz genau. So. Oh! 100 Sekunden. Was war in deinem Tresor drin? Ist noch nicht offen. Ist noch nicht offen. In 41 Sekunden. Also das gerade passiert aber relativ wenig hier. Ja, also bei mir kommen sie ab und zu mal hier rein, stimmt, aber... Bei mir kommen sie gar nicht. Sonst ist hier nichts. Interessieren sich echt überhaupt noch nicht. Was liest denn der Typ hier so? Harsh. Was ist das für ein Buch? Harsh. Oder... Fire... Ich kann es nicht lesen. Fire Mind... Ach, kein Bunz. Wenn man die Hilfe bloß lesen könnte. Viel zu verpixelt alles. Oh, 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 boah, kaputt. So, oh, oben, oben. Nix drin, was? Wie, da ist nix drin. Ja, meiner ist ja noch dran, warte. Ist das ein Tresor, wo du dran bist, oder? Ja, ist ein Tresor. Achso, okay. Ja, dann ist das bei dir. 50 Sekunden. Warte, ich komm zu dir. Ja, brauchst du nicht, hier ist keiner. Ja, aber... Hier oben. Ah, da, okay. Geh mal auf den Balkon. Noch Polizisten irgendwo? Da drüben, wo ich eben war. Da hab ich einen gesehen. Wow, hier, Einsatzteam. Jo. Alle tot anscheinend, aber...
Jetzt kommen die harten Beschützer, jetzt kommen auch gleich die Schilde bestimmt. Na, ja, wahrscheinlich. Oh, also eine Sekunde. Hier... Ah, da ist das Geld. Hast du? Ja. Habt ihr da mal eine Tasche hingelegt? Hab ich. Gut. Dann müssen wir jetzt auf den Transporter warten. Das werden wir wohl schaffen. Das schaffen wir auch noch. Oh, oh. Also ich muss dazu sagen, man kann mit diesen Taschen jetzt nicht mehr sprinten. Es gibt nämlich leichte Taschen und schwere Taschen. Und mit den schweren kann man nicht mehr sprinten. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr... Wo bin ich? Was am Haupteingang abgeht. Noch nix. Das wollte ich nicht. Bin hier gerade vor der Tür draußen. Bei mir passiert noch gar nichts. Soll ich mal runterkommen? Kannst du machen, aber hier ist auch nichts los gerade. Ich frag mich halt, wo die ganzen Gegner sind und wann der Bus kommt. Ich frag mich. Ah, da. Oh, da ist er. Gut. Und die Straße ist leer, sagst du? Ja. Ja, cool. Haben wir einen einfachen Rucksack. Ah, jetzt wissen wir auch, wofür diese komische Gasse da war. Ja, aber da kommt man jetzt nicht durch. Oh doch! Das Tor geht auf. Gut! Okay, ich würde sagen, die Mission haben wir bravourös gemeistert. Ja. Ich habe zwar ein paar Zivilisten erschossen, aber... Ja, ich auch. Aus Versehen. Ja, nein. Kann ja mal passieren. So. Sehr gut. Ich bin stolz auf uns. Applaus, Applaus. Wir sind das wohlberüchtigste Verbrecherteam der Welt. Naja, $24.000 zum Ausgeben ist ja jetzt auch nicht so der Bringer, aber... Naja. So, ihr seht, ich bin schon Level 12 und werde jetzt Level 13. Na fast. Das liegt daran, nicht weil ich jetzt schon stundenlang gespielt habe, sondern einfach weil man mit Freunden zusammen, also im Online-Modus, so schnell auflevelt. Und kriegt mega viel Erfahrungspunkte. Das stimmt. Und hier am Ende jeder Mission kann man Karten ziehen. Die geben einem bestimmte Gegenstände. Entweder Waffenaufsätze, neue Masken, neue Muster für die Masken oder neue Farben für die Masken. Oder... Ach Gott, und wie gesagt, Aufsätze ohne Ende für verschiedene Waffen. Genau, das Problem dabei ist aber, man kriegt sie nicht geschenkt, man kriegt nur die Option, sie zu kaufen. Also, ich kann mir jetzt diesen Aufsatz da kaufen, den konnte ich vorher nicht kaufen. Genau. Das heißt, auf die Größe kommt es nicht mehr so. Wo steht's? Hä, was? Deinen Aufsatz, den du da gerade bekommen hast. Ach so. Ich werde direkt mal gucken, was das hier für ein Aufsatz ist. War der überhaupt für die Waffe? Der war für die Waffe, oder? Gadget. Schafft. Was war das für ein Aufsatz? Munitionsfeuerdämpfer, ne? Ne, für die Waffe war der nicht. Vielleicht für Sekundärwaffen. Ah, da tatsächlich. Was macht denn der? $100.000? Ne, den. Ich habe schon einen Schalldämpfer für die Waffen, deswegen hole ich mir jetzt mal keinen zweiten Schalldämpfer. Achso, was ich noch zeigen wollte, wenn ich mir jetzt die Waffe ausrüste, kann ich mir die Waffe im 3D-Modell angucken, was ich auch ziemlich gut finde. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo man das nicht kann. Hier kann ich mir alle Ausrüstungsgegenstände an der Waffe selbst angucken. Ja. Das geht. Genau. Warte, ich weiß, bei allen Waffen. Ja. Ne, ich will nichts verkaufen. Aber wie kann ich die jetzt zum Beispiel angucken, indem ich... Klickst die Waffe an und dann ist rechts die Option Waffe anlegen, Waffe modifizieren, Vorschauwaffe und Waffe verkaufen. Vorschauwaffe, ah, da ist es genau. So sieht die Waffe auf, mit der ich eben gespielt habe, mit dem extra langen Lauf, mit dem Feuerdämpfer, Visier drauf. Oh krass, guck mal, das Rotpunktvisier funktioniert bei der Vorschau. Das ist ja echt mal nice. Okay, Leute.
dann machen wir hier mal kurz einen Cut für die erste Folge. Es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Einfach in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Immer schon den Daumen hoch. Den Kanal vom Carsten auch besuchen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich fange jetzt demnächst auch mit einem Skyrim-Let's Play an. Höchstwahrscheinlich die nächsten Tage, wenn ich Zeit habe. Ist ja dann doch ein bisschen umfangreicher, das Spiel. Niemals, wird ein paar Jahre dauern. Bei meiner Freizeit. Gut. Weiterempfehlen, abonnieren und würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schaltet wieder ein. Haut rein. Tschüss.